Hallo zusammen, ich bin hier wieder mal in einem T4 Westfalia-Ausbau. Hier oben ist der Kühlschrank, Kühlbox besser gesagt. Und diese Kühlbox kühlt nicht, hat zu wenig Kältemittel. Wobei ich sage es euch, meistens liegt es nicht am Kältemittel, sondern effektiv an was anderem. Der Kühlschrank läuft, der braucht Strom. Wenn ich hier diese Kühlmaschine anfasse, ist sie warm. Und dieser Wärmetauscher hier, man sieht schlecht, dieser ist richtig fett warm. Aber hier unten sitzt ein Lüfter. Dieser Lüfter dreht nicht, funktioniert nicht. Und es gibt da eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Lüfter defekt oben. Oder ich kriege hier keine Spannung und wenn ich hier, ich habe hier einen Voltmeter, wenn ich hier dann die Spannung dazwischen halt, plus minus, habe ich hier zwar minus 12,1 Volt, weil ich die Pins verkehrt halte. Ich mache hier auch noch ein bisschen Licht, besser. Wenn ich hier die Pins jetzt richtig halte, plus minus richtig, dann stimmt auch die Spannung plus 12 Volt. Das heißt, ich habe hier Spannung aus dem Ausgang und der Lüfter läuft nicht. Was sein kann, ist, dass hier der Lüfter verkehrt angehängt ist, aber er lief ja. Von dem her müsste er eigentlich laufen. Hier ist die Sensorleitung auf D+ abgehängt, weil diese Steuerung, die 30er, funktioniert nicht mit der Steuerung über ein von VE oder vom California. Ich werde jetzt euch... Nee, der Lüfter hier auszubauen ist ein bisschen scheiße. Es geht, aber ein bisschen Fluchen wird schon drin liegen. Ich kann hier diese Leitung abziehen. Das ist die Masseleitung. Ich kann hier diese Schraube lösen, man sieht es schlecht, und dann kann ich diesen Wärmetauscher nach oben klappen, dann komme ich auch zu den Schrauben. Ich schau mal, ob ich noch ein bisschen besseres Licht hierher kriege. Jetzt schneide ich euch raus, weil ich werde ein bisschen fluchen dabei. Ich bin wieder da. Ich habe also hier jetzt die Schraube gelöst. Das Teil runter und hier ist ein Gewindebolzen drin, den kann ich rausziehen und dann kann ich den nach oben drücken und dann sieht man auch schon viel besser zu dem Schrauben. Den einen habe ich jetzt hier schon raus, den zweiten werde ich auch noch packen und dann können wir den Lüfter rausziehen. Also hier ist eine Schraube drin und hier ist die zweite Schraube drin. Ja, ich werde dran. Also ich habe den Lüfter jetzt hier draußen, der hier ist hier mit zwei M4 Schrauben angeschraubt. Ich habe ihn immer noch an 12 Volt angeschlossen und dieser Lüfter, ja, er macht nicht mehr viel. Neuen besorgen und einbauen und wenigstens mal einen neuen besorgen. Ja. Ja, ich bin wieder hier. Ich habe hier auch einen Ersatzlüfter. Und den stecken wir jetzt hier unten, stecken wir plus minus vom alten Lüfter weg. Das neue Kabel ist nicht ganz so lang. Auch wieder rot auf plus, logischerweise. Und minus auf minus. Und jetzt hören wir hier den Lüfter, wie er vor sich hinläuft. Ja. Mehr bringt er nicht, aber das muss auch nicht extrem lüften. Wichtig, dass er irgendwas vor sich hindreht. Ja, Schrauben wieder rein, alles zusammenbauen, Deckel wieder drauf, Abdeckung hier über die ganze Länge drauf. Und das war's hier aus diesem Wohnmobil. Einfach dieser Sunja-Lüfter, Baujahr, keine Ahnung, 92. Nach 28 Jahren hat er den Geist aufgegeben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.